Das Prinzip der Spannungskompensation sei hier mal kurz erläutert. Wir machen mal Folgendes: Wir schalten mal zwei Batterien parallel. Die haben jetzt mal beispielsweise 6 Volt. Ich habe hier nochmal einen Link angefertigt, der geht darauf. Das lässt sich da ein bisschen, ich habe es da noch ein bisschen praktischer erklärt. Dieses Video wartet hier, wenn ihr euch diesen Link hier anguckt, der da gezeigt wird. Wenn ich die beiden also parallel schalte und hier mal die Spannung zwischen den beiden messe, wenn echt auf beiden 6 Volt anliegen, habe ich eine Spannung von 0. Ein 0 Volt, aber das Volt kann man sich sparen, wenn ich etwas multipliziere, und dann geht das auch nur als 0. Also die Vergleichsspannung beträgt hier dann 0. Demzufolge gleichen sich auch keine Ladungen aus. Wir wissen ja, dass Ladungsträger in den Batterien nur darauf lauern, sich in sich selber auszugleichen oder über irgendeine andere Quelle. Aber wenn beide gleich viele Ladungsträgerüberschüsse haben, dann gibt es ja auch keinen Ausgleichsstrom. Also ist der I-Ausgleich 0 mal Ampere. Das hat ein gewisser Herr Poggendorf so um 1840, 50 ungefähr erfunden. Und zwar das sogenannte Potentiometer. Potentialunterschied, guckt auch hier nochmal auf die Videos, ne, dann wisst ihr da ein bisschen besser Bescheid. Und zwar, das Schaltbild ist relativ einfach erklärt. Er hat eine Referenzspannung genommen, eine sehr genaue Spannung, die man kannte, wo man sagte, das sind zum Beispiel 1,2 Volt oder in Reihe geschaltet 3,6 Volt oder was auch immer. Batterien in Reihe schalten, hier nochmal gucken. Und er wusste das ganz genau, dass diese Spannung also eine ganz spezielle Größe hatte. Dann hat er sich gesagt, naja, da kann ich doch hier einen Widerstand nehmen und hier schalte ich einen regelbaren Widerstand, mein Potentiometer, was er erfand, hin und dann mache ich Folgendes. Es liegt also von hier bis hier diese Spannung diese Referenzspannung an. Und wenn ich hier eine Spannung habe, die ich nicht genau kenne, dann kann ich doch Folgendes machen. Ich nehme hier einen Amperemeter. Und wenn kein Ausgleichsstrom fließt, dann ist die Spannung gleich, und jetzt kommt's, der Spannung von hier bis hier. Damit man es wirklich messen konnte, hat er auf dem Potentiometer dann eine große Skala gemacht, wo man ganz genau einstellen konnte, und da stand dann drauf, so und so viel Volt beträgt diese unbekannte Spannung. Jetzt fragt man sich, naja, kann man das nicht auch ein bisschen leichter machen? Man nimmt ein Spannungsmesser und dann ist gut. Ja, ich komme gleich darauf, weshalb die das so gemacht haben und wozu. Nochmal, wenn hier kein Ausgleichsstrom fließt, so wie in diesem Beispiel, dann ist die Spannung von hier bis hier gleich der Spannung von hier bis hier. Und das hat er dadurch erreicht, indem er hier diese Referenzspannung entsprechend variabel angelegt hat. So, jetzt das wozu. Wir betrachten mal das Thema kein Problem. Ich habe hier eine ganz einfache Schaltung. Die geht hier. Ist eine Reihenschaltung von Widerständen. Das ist meine eigentlich interessierende Schaltung. Und ich messe mal mit Messspitzen von hier bis hier mit einem Spannungsmesser, wie viel Spannung hier abfällt. Und der Spannungsmesser ist ein idealer Spannungsmesser, der hat keinen Innenwiderstand. Der hat einen riesig großen Innenwiderstand. So, dann heißt das, es fließt hier auch kein Strom durch. Mit anderen Worten, der Spannungsmesser zeigt die wahre Spannung an, lässt sich leicht nachvollziehen. Wenn ich hier 2 Kilo Ohm und hier 1 Kilo Ohm habe, dann fallen hier von den 6 Volt 4 Volt ab und hier 2 Volt. Werde ich vielleicht noch hier einen Link anfügen. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem von damals. Damals hatten die Spannungsmesser einen Innenwiderstand. Warum, zeige ich dann gleich. Wir nehmen mal an, schon einen ziemlich guten von 2 Kilo Ohm. Und ich hätte das gleiche Schaltbild, also ich möchte wissen, wie viel fällt denn hier ab? Dann muss man leider sagen, wenn ich hier rantippe an den 2 Kilo Ohm Widerstand mit einem zusätzlichen 2 Kilo Ohm Widerstand, den mein Messwerk ja nur hat, dann wird aus diesen 2 und 2 Kilo Ohm parallel geschaltet nur 1 Kilo Ohm. Hoffentlich kriege ich den Link noch hier unter. Mit anderen Worten, ich habe hier 1 Kilo Ohm insgesamt und hier 1 Kilo Ohm. Und schon fallen hier 3 Volt ab und hier 3 Volt, und das Messergebnis, was hier rauskommt, ist garantiert nicht richtig. Woran das lag, war folgendes. Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel von früher, ein sogenanntes Tauchspulinstrument. Hier legte man eine Spule, die Messspannung an, die man messen wollte, und jede Spule, also es besteht letztendlich aus Draht, und der hat einen gewissen Widerstand.
Jede Spule bildet aber auch, wenn Spannung angelegt wird, ein Magnetfeld aus. Und das nutzte man, indem man einen Eisenkern da reinzog, daran, ich lasse jetzt mal das ganze Zeigerwerk und den ganzen Kram weg, daran kann man also einen Zeiger anmachen und der fährt dann auf einer Skala entsprechend hoch und runter, je nachdem, wie stark die Kraft war, die hier reingezogen hat. Je höher die Kraft war, umso höher musste die Spannung sein und die Kraft wurde dann von der Feder ausgeglichen und so weiter. Ja, das zum Thema Spannungskompensation. Warum also? Man hatte dieses Problem hier vermieden, indem man gesagt hat, mit meiner Ersatzschaltung, nicht Ersatzschaltung, mit meiner trickreichen Schaltung, Potentiometerschaltung, erreiche ich, dass hier kein Strom dazwischen abfließt. Oder anders gesagt, dass hier kein Zusatzstrom lang fließen kann. Wenn ich also einen super Voltmeter habe, was einen hohen und sehr hohen Innenwiderstand hat, dann fließt hier praktisch kein Ausgleichsstrom. Und das nutzte man dann, um früher schon genau messen zu können. Jo, ich hoffe, das reicht dazu. Ich werde jetzt hier zum Schluss noch ein paar Links anfügen und hoffe auch, dass ihr es soweit verstanden habt, denn das ist das Einzige, was ich will, dass ihr es versteht. Bis dann, tschüss.